Autos sind in den vergangenen Jahrzehnten ständig sparsamer geworden. Ein Grund dafür? Die Fahrzeuge werden immer windschnittiger. Spätestens seit der Ölkrise 1973 setzen Autohersteller auf bessere Aerodynamik, um den Treibstoffverbrauch zu senken. Und so ist der Windkanal längst ein unverzichtbares Werkzeug für die Ingenieure. Dabei sind die Möglichkeiten noch nicht ausgereizt. Ein österreichisches Unternehmen ist an einer entscheidenden Weiterentwicklung im Windkanal beteiligt. In den wilden 60ern ging es wahrlich rund. Dabei hatten die Autos noch Ecken und Kanten. Die frühen Versuche im Windkanal wirken eher bemüht als überzeugend. Aerodynamik war zumeist noch ein Fremdwort, gerade auch im technischen Sinn. Erster Fortschritt eröffnete den Ingenieuren neue Perspektiven. Mehr als drei Jahrzehnte später sind Aerodynamiker zu wichtigen Autoentwicklern aufgestiegen. Armin Michelbach, Leiter des Fahrzeugwindkanals der Universität Stuttgart, ist auf Kontrollgang. Er will das zentrale Element der Anlage überprüfen, den riesigen Ventilator. Dieser hat einen Durchmesser von mehr als 7 Metern. Der Elektromotor der überdimensionalen Windmaschine wiegt 20 Tonnen und erzeugt Stürme bis zu 265 Kilometer pro Stunde. Hier wird der nächste Versuch vorbereitet. Techniker verkleben die Lufteinlässe eines Testwagens. Sie wollen untersuchen, wie sich die Aerodynamik des Autos ändert, wenn sich die Kühlluft nicht mehr mühsam ihren Weg durch den engen Motorraum bahnen muss. Der Stuttgarter Windkanal gilt als einer der modernsten der Welt und das nicht von ungefähr. Vom Steuerstand aus dirigieren seine Betreiber die neuesten Technologien. Jedes Rad der Testfahrzeuge wird von einem separaten Band angetrieben. Das Tempo ist dabei frei wählbar. Die Idee dahinter ist, die Straße in den Windkanal zu holen. Auch wenn das Auto stillstehen muss, simulieren die rotierenden Räder freie Fahrt. Aber damit nicht genug. Ein beschichtetes Stahlband, das übrigens von der niederösterreichischen Berndorf AG hergestellt wird, soll die Fahrbahn ersetzen und das bis Tempo 250. Diese Methode bietet besonders realitätsnahe Luftströmungen. Dennoch, die Messungen im Windkanal allein genügen nicht. Mit unseren Messwerten gehen wir natürlich auch mit einem voll funktionsfähigen Fahrzeug auf die Straße und messen dann im Umfeld des Fahrzeuges oder aber auch an gewissen Stellen im Fahrzeuginnenraum oder im Motorraum die Daten, welche auf der Straße anfallen und vergleichen die dann miteinander und stimmen dann beide Arbeitsgebiete einmal in der Simulation im Windkanal oder dann aber auch auf der Straße aufeinander ab. An der Unterseite der Autos sehen Aerodynamiker noch zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten. Wenn auch nicht mehr ganz so zerklüftet und verwinkelt wie bei früheren Modellen, bietet der Unterboden dennoch weiteres Einsparungspotenzial. Durch entsprechende Anbauteile könnte der Luftwiderstand des Fahrzeugs noch um 10 bis 12% verringert werden, schätzen die Fachleute, und damit auch der Treibstoffverbrauch. Mit der Rauchlanze machen die Windkanaltechniker Luftströmungen und Wirbel sichtbar. Wirbel gibt es immer wieder, so auch bei der Entwicklung neuer Automodelle. Die Aerodynamiker müssen Kompromisse mit Designern, Karosseriebauern und Motorenexperten eingehen. Dabei steckt unter der Motorhaube das größte Potenzial zum Spritsparen. Bei einer optimierten Strömung des Fahrtwinds durch Kühler und Motorraum könnte der Luftwiderstand um weitere 10 bis 15% gesenkt werden. Und so dürfte das Fahrband aus Berndorf helfen, den Verbrauch der Autos in Zukunft weiter einzubremsen.